Aliens. Ja, ich gehe ja schon. Ja, sauf noch ein. Oh, wie cool. Coco, hallo. Nein, nicht schon wieder. Komm mal klar mit deinem Leben. Danke. Ich wollte gerade zu Öl holen. Oh. Nicht öffnen. Das ist ein Haken. Wo? Oh, doch nicht. Oh, ich dachte, schade. Ich dachte, das eine. Warte mal. Guck mal hoch. Da geht's durch. Ja. Achso. Okay. Dazu muss ich ja das Ding bewegen. Schön jetzt mal Tür vom Kopf von Kopf gehauen. Könnt ihr die Katzen bitte aufhören, was auch immer ihr da gerade macht? Das ist voll irritierend. Oh. Oh, guck mal das Bein. Hallo Bein. Heiß kaltes Beinchen. Oh, ich kann mich aufhängen. Tschüss. Tinderbox. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Alles klar, okay, cool. Waren wir hier schon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren über das, was wir hier gemacht haben, machen können, machen sollen. Ja, von hier kommen wir dann. Das ist die Säge. Säge! Ja, von hier kommen wir. Oh. Was unter warum können wir das nicht benutzen? Die Spudel. Die ist blockiert. Lass mal gucken, warum. Ich einfach grundsätzlich alles umhau, während ich mich bewege. Ich weiß nicht, was hier, was hier blockiert. Ich keine Ahnung. Ja,
oben irgendwas, was blockiert wird. Ja, guck da. Das meine ich doch. Das habe ich vorhin schon gemeint. Aber wie können wir das wegmachen? Ah! Das habe ich vorhin nicht gesehen. Ich habe nur die Seile gesehen. Ich wollte das Licht bestimmt nicht ausmachen. Ich kann immer noch nicht rein. Oh doch. Alter, was ist denn das für ein Haushalt, ey, Leute? Kellerarchive. Was? Die Kellerarchive. Die Kellerarchive. Ich schreibe mir ab und an mal ein paar Notizen auf. Ja. Oh. Oh. Mann, ey. Alter. Kann man mal aufhören, mich so zu demütigen? Oh, okay. Alter. Was? Alter. Geh aus dem Wasser raus. Ich konnte nicht. Das war überall. Ihr müsstet irgendwo raufspringen. So schnell war ich nicht. Konntest du nicht nach rechts gehen? Nein, da war überall Wasser. Katze! Renn jetzt aber. Renn weg. Hopp. Nee, aus dem Wasser rausbleiben. Das müsste ja theoretisch reichen, wenn ich hier bin. Okay, wir dürfen gar nicht. Alter, ich muss immer springen. Hopp. Was ist los? Keine Ahnung, was es jetzt angestellt hat. Hier, lies was. Und ich sag dir, ich muss diesen Schalter betätigen und dann hier hin. Wie bei Zelda, weißt du, wenn du dann nur noch so und so viel Zeit hast. Ja. Alter! Oh Mann, ey. Grr. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nein. Alter.
Das ist auch jetzt hier drin, ne? Ja, da reicht das. Oh, Mann. Ein menschlicher Torso. Gerade mega konzentriert. Ah, geil! Wo frisst er? Boah, dass man die scheiß Lampe immer nachfüllen muss, ey. Ja, hör mal auf, an meinem Stuhl zu wackeln, Mann! Entschuldigung! Das ist voll nervig! Geh einfach! Oh. Wir müssen noch einen Schlüssel finden. Ah, okay. Okay. Hui. Hast du gut gemacht. Ich und Jump and Run Action, Alter, ist genau das Richtige. Huch. Hol ein bisschen Wasser. Ernsthaft. Ich laufe einfach nur. Ich lauf. Mann, warum gehen die denn alle nach innen auf? Einfach weiterlaufen. Ja, ich mach doch schon! Boah, diese Geräusche, ey. Hört auf, ey! Entfesselungskünstler habe ich bekommen als Errungenschaft. Weiß ich nicht. Ja, hast du ins neue Tattoo rein. Ist unpraktisch. Oh, schön. Schön beruhigende Musik. Ich will da nicht hingehen. Geh hin. Da liegt was Totes drin. Ich will da nicht hingehen, Alter. Guck dir das an, wo das Wasser rauskommt. Das ist total widerlich. Warum, Alter? Was ist denn das für... Was kann ich denn da jetzt anfassen? Okay. Wasser kann ich anfassen. Ach so. Ich glaube, das ist die Halle, in der wir vorhin schon waren, nur als noch heil war. Möglich. Obwohl, nee, die Wand schon ein bisschen anders aufgebaut. Study. Stimmt, das ist die. Oder?
Nee. Ja, schon ein bisschen anders, ist aber... ich weiß es halt nicht. Die frühere Version des Schlosses. Mhm. Vor der durchgeknallte Baron da drin war. Es war so friedlich. Ich habe nichts zum Licht machen. Na, die Bibel. Hier, weiche von mir. Böser Dämon. Bewaffnet. Meine Schaufel. Sieht auch so geil wie der Besen. Na komm her jetzt. Ich will Action. Das war ein komisches Geräusch. Hallo. Oh, du guckst aber böse. Bei so einem dreieckigen Penis würde ich auch böse gucken, Alter. Ich tanze auf den Tischen. Ich finde schön, dass sowas geht in diesem Spiel. Ja. Okay. Was wir machen sollen. Ja. Alles klar. Gästezimmer. Zimmerservice. Horror und Appelbeine. My journal is gone. What would they want with my journal? Ja, das würde ich mich auch interessieren. Hat hier jeder überall weiße Hemden. Immer das gleiche. Ja. Das ist bestimmt das Haus von Scrooge. Was? Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Ich habe jetzt eine Brechstange. Mhm. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay. Ich glaube, diese ganze Expedition, die Typen da gemacht haben, war eine schlechte Idee. Ja. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour?
I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Hm. Oh, nee. Immer ist irgendein Scheiß am Weg. Assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Alles klar. Ich glaube, der... Kannst du dich im Schrank verstecken? Geil. Ich weiß nicht, was mich verfolgt, ob es dieser Alexander ist, der unsterblich ist, oder ob das vielleicht ich selbst bin. Baron? Ja, ist ja der Alexander. Genau. Oder ob ich das selbst bin, ob ich verrückt bin. Ich habe keine Ahnung. Aber wir hören jetzt auf. Ja. Und finden das in der nächsten Aufnahme raus. Richtig. Oder Folge. So 2 Stunden. 4 Folgen. Passt. Ja. Ja. Gut. Alles klar. Bis nächste Folge. Bis dann. Haut rein, viel Spaß. Ich erhole mich jetzt bei Hello Kitty Online Spaß. Tschüss. Tschüssi.